Willkommen zu meiner kleinen Lore-Reihe rund um Genshin Impact, in der ich unterschiedliche Geschichten und Theorien des Spiels bespreche. Als Quellen dienen mir dazu die Bücher, Ingame-Beschreibungen und Informationen sowie auch der offizielle Manga zu Genshin Impact, Foren und Discord. Bei vielen der Quellen nutze ich aber die englische Übersetzung, da die deutsche leider an vielen Stellen Sachen weglässt oder komplett anders interpretiert hat. Und natürlich vorab eine kleine, aber feine Spoilerwarnung für alle, die noch nicht die Hauptgeschichte von Genshin Impact gespielt haben, da wir viele storyrelevante Bereiche in diesen Videos besprechen. Das heutige Video dreht sich um wichtige Gegenstände aus der Welt in Genshin Impact. Göttliche Augen, auf Englisch Visions, teuflische Augen, auf Englisch Delusions und göttliche Herzen, auf Englisch Gnosis. Diese Gegenstände nehmen eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte rund um Teyvat ein, denn sie sind der Grund, warum Menschen und Archons die unterschiedlichen Elemente nutzen können. Göttliche Augen sind Geschenke, welche Menschen in der Welt von Teyvat von Göttern erhalten, so wird es jedenfalls in den meisten Quellen dargestellt. Durch diese Gegenstände erhalten die Benutzer die Möglichkeit, die korrespondierenden Elemente für sich nutzbar zu machen. Sie sind aber weiterhin sehr rätselhaft und die Menschen in Teyvat haben ihren Ursprung und auch den Erhalt der göttlichen Augen noch nicht komplett verstanden. Bis dato gibt es zwei dokumentierte Arten, wie jemand ein göttliches Auge erhalten kann. Wenn man von einem der Archon-Götter für würdig befunden wird, kann sich ein göttliches Auge aus dem Nichts vor den Menschen manifestieren und ab dann genutzt werden. Es ist aber auch möglich, das göttliche Auge eines Verstorbenen zu besitzen und dieser wird dann durch den Archon wieder aktiviert, so wie es bei Ningguan, der Tianquan der Liyue Qixing, der Fall gewesen ist. Der Erhalt von göttlichen Augen geschieht auch eher im jungen Alter. Während Diluc erst 10 war, als er sein göttliches Auge erhalten hat, so war Fischl bereits 14 Jahre alt. Alle Nutzer der göttlichen Augen waren eher jung bei dem Erhalt, aber es gibt auch noch keine bestimmte definierte Altersspanne, in der man ein göttliches Auge erhalten kann. Eine weitere bis dato noch nicht zu 100% geklärte Frage ist, wer eigentlich göttliche Augen vergibt. Viele Aussagen und Quellen aus dem Spiel lassen es aber an, dass göttliche Augen von den Archon des jeweiligen Elementes vergeben werden. Dies wird durch die aktuellste Aussage von Rex Lapis am Ende der Liyue Story unterstrichen. Da der aktuelle Archon des Elektroelements, Baal oder auch Shogun Raiden, ein Verbot von göttlichen Augen in Inazuma verordnet hat vor einem Jahr. Und genau seit einem Jahr sind auch keine neuen göttlichen Augen des Elektroelements an Menschen vergeben worden oder erschienen. Auf der anderen Seite sind göttliche Augen von ihrem Aussehen her gebunden an der Stadt, wo sie herkommen. Nutzer von göttlichen Augen aus Mondstadt besitzen göttliche Augen, die wie ein Orb aussehen, egal welches Element sie sich zunutze machen. Göttliche Augen aus Liyue hingegen haben eine diamantähnliche Form. Dies kann auch so interpretiert werden, dass die göttlichen Augen von dem jeweiligen Archon aus der Region vergeben werden. Nutzer von göttlichen Augen werden von den Archons auch als Urgötter oder Allogenen bezeichnet, da sie keine normalen Menschen sind und sogar die Möglichkeit besteht, dass diese selbst nach Celestia aufsteigen und zu Archons werden. Wir wissen aus der Geschichte Teyvats, dass die Archons in den letzten 2600 Jahren nicht immer dieselben waren und Morax, der Geo-Archon, der am längsten aktive Archon gewesen ist, seit über 3700 Jahren. Auch Venti ist schon sehr lange Archon, knapp 2600 Jahre nachdem er den ehemaligen Anemo-Archon und Tyrannen Dekarabian besiegt hat. Wie lange die anderen Archons bereits ihre Position bekleiden, ist soweit aber leider nicht klar. Jedoch haben einige Gespräche in der Geschichte darauf hingewiesen, dass Venti und Morax die ältesten Archons sind. Es ist bisher auch nicht klar, ob Archons besiegt werden müssen, um ihre Position an einem Halter von göttlichen Augen abzugeben oder ob sie auch einen Nachfolger freiwillig ernennen können. Denn Morax hat keinen Nachfolger ernannt, jedenfalls nicht bisher in der Geschichte und Ningguan hätte sich als Geonutzerin eines göttlichen Auges und bereits inoffizielle Führerin Liyues sehr gut dafür geeignet. Interessant aber in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Helischuls und auch die Abyssmagier keine göttlichen Augen benötigen, um die Elementarkräfte zu nutzen. Genauso wie wir als Äther oder Lumin, als Reisende aus einer anderen Welt. Die teuflischen Augen tauchen das erste Mal in der Genshin Impact Geschichte in den Händen von Meister Krepus auf, den Vater Diluc. Es ist bislang nicht viel über diese Gegenstände bekannt, jedoch wissen wir zwei Sachen sicher. Sie sind von den Fatui entwickelt worden und sie geben dem Nutzer unglaubliche Elementarmacht.
auch wenn zum Teil mit der Gefahr, dem Nutzer das Leben zu nehmen. Teuflische Augen scheinen von der Zariza, dem Krio-Archon, vergeben zu werden. Neben den Elf der Fatui besitzen auch mehrere Mitglieder niederen Ranges verschiedene teuflische Augen, die sie sehr mächtig im Umgang mit den Elementarkräften machen. Teuflische Augen können von den CC-Zauberinnen, den Schuldeneintreibern wie auch den Plankern der Fatui gesehen werden. Sie unterscheiden sich von göttlichen Augen vom Aussehen her, da das Fatui-Symbol in ihnen zu erkennen ist. Auch wenn teuflische Augen, wie erwähnt, die Gefahr bergen, den Nutzer zu töten, so scheint dies nicht der Fall bei Nutzern mit einem göttlichen Auge zu sein. Meister Krepus hatte selbst keins, jedoch Diluc, der nach dem Tod seines Vaters dieses teuflische Auge lange genutzt hat. Allem Anschein nach ohne Schwierigkeiten oder negative Nachwirkungen. Auch die Elf der Fatui nutzen alle neben ihren göttlichen auch teuflische Augen, auch wenn man an den Kampf mit den Grafen sieht, dass das Nutzen von beiden Augen zugleich eine starke körperliche Zerrung mit sich bringt. Aber in diesem Kampf erkennt man auch, dass teuflische Augen nicht dasselbe Element wie die göttlichen Augen des Nutzers zwangsläufig haben müssen. Der Graf nutzt sein göttliches Hydro-Auge und sein teuflisches Auge ist Elektro. Bei den Rekruten und anderen Nutzern von teuflischen Augen der Fatui ist es wahrscheinlich ein berechnetes Risiko, da die Fatui eine sehr strenge Führung besitzen und daher der Tod von einigen Rekruten, die mit ihrem teuflischen Auge nicht zurechtkommen, durchaus verkraftet werden kann. Was man aber auch weiß, ist, dass der Duft von Nebelgras gerochen werden kann, wenn ein teuflisches Auge genutzt worden ist. Und dies wird bestimmt noch eine genaue Bedeutung später in der Geschichte einnehmen. Der Begriff Gnosis steht in Genshin Impact für einen Gegenstand, den die Archons in Teyvat nutzen, um auf die Elementarenergie aus Celestia zuzugreifen. Die göttlichen Herzen sind auch der Beweis, dass ein Wesen der Archon ein bestimmtes Element darstellt und es nimmt eine physische Form an, die der eines Schachspielsteins sehr ähnelt. Normalerweise sind göttliche Herzen in den Körpern der Archons untergebracht. Jedoch wissen wir aus den bisherigen Ereignissen aus der Hauptgeschichte, dass diese sowohl mit Gewalt ihnen entrissen werden können, wie zwischen Barbaidos und La Signora dargestellt, oder auch freiwillig hergegeben werden können, wie zwischen La Signora und Morax gesehen. Unklar ist bisher, wie neue Archons gewählt werden. Wir wissen, dass Barbaidos der neue Archon wurde, nachdem er mithilfe von Menschen aus Mondstadt Dekarabian, den damaligen Anemo-Archon, besiegt hatte. Daher kann man davon ausgehen, dass er die Gnosis von den Karabian gewaltsam entfernt hat und sich zu eigen gemacht hat. Aber da Morax seinen freiwillig aufgegeben hat, können Archons eventuell die eigenen göttlichen Herzen auch an von ihnen erwählte Urgötter, also göttliche Augennutzer ihres Elements, weitergeben und sie somit zu den neuen Element Archon bestimmen. Zudem wissen wir nicht, was danach mit dem Archon passiert. Sowohl Morax wie auch Barbaidos haben auch nachdem sie ihre göttliche Herzen nicht mehr besitzen, weiterhin Elementarkräfte, auch wenn sie kein göttliches Auge besitzen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sie wohl keinen Archon-Status mehr besitzen und dies deutet auch darauf hin, dass sie keinen Zugang mehr zu Celestia besitzen. Das macht auch Sinn, denn der Krio-Archon und Gründer der Fatui, die Zariza, ist hinter allen göttlichen Herzen von allen anderen Archons her. Auch wenn die Gründe dafür noch nicht bekannt sind, so weisen Gerüchte darauf, dass man mit allen ein bestimmtes Ereignis durchführen kann, der die Gottheiten in Teyvat anfechten würde. Eventuell hält man dann Zugang zu einem bestimmten Ort oder Person in Celestia, wie zum Beispiel die unbekannte Gottheit. Denn was man bisher weiß über Zariza ist, dass sie sich von den anderen Archons distanziert hat und die Welt, wie sie ist, zerstören möchte. Der Begriff Gnosis stammt übrigens aus Gnostizismus, was einfach gesagt ein religiöses Konzept aus dem Mittelalter darstellt. In diesem steht Gnosis für Weisheit, Wissen und der Erkenntnis in das Göttliche. Durch Gnosis können Menschen der materiellen Welt, die von sieben Archonen regiert werden, entfliehen und zu der göttlichen Welt des Schöpfers aufsteigen. Das klingt sehr nach unserem bisherigen Wissensstand in Teyvat. Und ich werde einige dieser Ansätze in weiteren Theorien und Geschichtsvideos ansprechen, doch für das heutige Video soll es das gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen und Anmerkungen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch eine von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.